Willkommen zurück in unserem Studio hier. Und es geht weiter mit dem Thema Daten. Wir haben ja gehört, Daten sind in diesen zwei Tagen immer wieder ein zentrales Thema. Gestern wurde heiß diskutiert, ob sie das neue Öl der Stadt Bern sind. Doch was habe ich als Bürger davon, von diesem Datenaustausch in der Verwaltung? Und was hat das mit diesem ominösen Once Only zu tun? Wir werden das hier gleich diskutieren, aber damit wir ein bisschen besser verstehen, was Once Only ist und der Datenaustausch bedeutet, werden wir eine kurze Präsentation von Fred Wenger und Thomas Alabor von der BEDAG Informatik AG hören und zusätzlich von Alessia Neuroni vom Institut Public Sector Transformation der BFH einige Inputs in den Einstieg für das Thema bekommen. Fred, ich würde sagen, die Bühne gehört dir. Danke. Wahrscheinlich geht es euch wie meinem Kollegen gestern, den ich gestern telefoniert habe. Er hat mich nämlich gefragt, was ich heute mache. Dann habe ich gesagt, ich sei der Berner Digitaltag und wir werden zum Once Only etwas sagen. Und er, wie es so ist, hat er gefragt, ja, was ist denn das? Und ich habe die Frage erwidert und ihn gefragt, ja, wie lange hast du in den letzten 6 Monaten mit den Behörden Kontakt gehabt? Und dann hat er gesagt, ja, das Fahrzeug habe ich, glaube ich, prüfen müssen. Dann war er mit dem Strassenverkehrsamt in Kontakt gewesen. Nachher habe ich ein Baugesuch eingegeben wegen einer Solaranlage. Da habe ich auch mit den Behörden Kontakt gehabt, allerdings mit der Gemeinde, mit den Steuern auch noch und auch noch mit der Mehrwertsteuer war etwas gewesen. Auf jeden Fall, wir mussten nicht lange überlegen und sind gerade auf 4 Fälle gekommen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie manchmal hast du deine persönlichen Angaben der müssen hinterlassen? Und dann hat er gesagt, ja, was soll die Frage? Selbstverständlich 4-mal. 4-mal habe ich den Namen müssen angeben, welche Grundstücknummern und so weiter und so fort. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, schau, genau das ist Once Only. Du gibst deine Angaben einmal an, die stehen in einem Portal für dich zur Verfügung, du kannst dort mutieren und du siehst auch, wer deine Daten sieht. Und dann hat er gefunden, ja, was, so einfach ist das, wieso hat man das nicht schon lange realisiert? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, kannst du morgen noch zulassen, du siehst, es steckt ein bisschen mehr drin. Und für das gebe ich jetzt das Wort gerne Alessia weiter. Vielen Dank. Buongiorno a tutti. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ich bin eine anwendungsorientierte Forscherin, die sich schon seit etwas längerem mit dem Thema digitale Transformation im öffentlichen Sektor auseinandersetzt. Als ich begonnen habe damals, ging es darum, wie können wir einen Webauftritt einer Gemeinde gestalten. Das ist eine Zeit her. Wir haben uns eine Zeit lang auch mit der digitalen Gestaltung von interessanten Services auseinandergesetzt. Denken Sie zum Beispiel an die elektronische Steuererklärung oder am elektronischen Umzug. Es ging sehr stark um die Prozessoptimierung von Services, von der Leistungserbringung. Heute, das haben wir jetzt gestern und heute Vormittag öfters gehört, es geht eigentlich um den smarten Staat. Es geht um datenbasierte Transformation, es geht um datenbasierte Entscheidungen, um Open Government, um die Möglichkeiten der Partizipation und der Co-Kreation. Ich glaube, wir sind uns hier alle und auch zu Hause einig, dass sich hier in der Schweiz, in Bern, sehr gut lebt und sehr gut arbeitet. Die Lebens- und Arbeitsqualität ist wirklich sehr hoch. Und die Frage, die mich jetzt persönlich beschäftigt, ist, was sollen wir heute unternehmen, damit es quasi auch in Zukunft so bleibt? Denken wir eigentlich an all das, wo wir eigentlich im internationalen Kontext wirklich hervorragend sind. An unserem ÖV-System, an unserem Bildungswesen, am Gesundheitssystem. Vielleicht wie einflussreichen Ökonominnen bereits gesagt haben, ich denke jetzt an einen Peter Drucker oder an eine Mariana Mazzucato, wollen wir hier wirklich weiter exzellent bleiben, so braucht es eigentlich analog wie im privaten Sektor Innovation und Unternehmertum. Gut, ich glaube, der Grund, wieso ich jetzt in so einem ominösen Podium oder Panel sitze, ist, dass ich glaube wirklich daran, dass Daten einen wichtigen Hebel für die digitale Transformation im öffentlichen Sektor sind. Wir benötigen sicherlich neue digitale Services, die zur Entstehung von Gemeinwohl quasi beitragen. Darüber hinaus geht es mir aber auch wirklich darum, wir müssen Digitalisierung als Bestandteil der Organisationsentwicklung innerhalb einer Verwaltung betrachten und konzipieren.
Wir müssen als Behörde, ich vertrete auch eine Behörde, wir müssen mutig und experimentierfreudig werden und die nötigen Skills wirklich hands-on trainieren. Und so betrachtet für mich, einen besseren Umgang mit Daten gehört sicherlich dazu. Und jetzt komme ich etwas näher am Thema von unserem Panel konkret. Was ist Once Only? Once Only ist ein Prinzip, der das Leben von Bevölkerung, Wirtschaft und öffentlichen Sektor vereinfachen will. Es geht darum, dass Bürgerinnen oder eine Firma die Daten einmalig erfasst. Diese werden so vernetzt und wiederverwendet, dass Behördengänge und Interaktionen signifikant reduziert werden. Die Idee dabei ist es einerseits, Zeit und Ressourcen zu sparen und Qualität von Daten und Services zu steigern. Es geht wirklich darum, einen Nutzen für alle Beteiligten im System zu generieren und gleichzeitig, ganz wichtig, dafür zu sorgen, dass der Datenschutz gesichert ist und die Transparenz erhöht ist. Um einen konkreten Beispiel zu machen, damit es wir wirklich am Boden bringen können. Vielleicht kennen Sie das, EasyGov, all diejenigen, die unternehmerisch unterwegs sind. Es ist ein Online-Schalter für Unternehmen. Und es ist eine Plattform, die es vereinfacht, die Behördengänge für Unternehmen. Also dort kann man konkrete Bewilligungen, Anträge oder Meldeverfahren am gleichen Ort quasi abwickeln und die Daten einmalig erfassen. Die Frage, die sich mir stellt, ist es, wieso kann ich das als Bürgerin noch nicht als Service haben? Okay? Gut, aber wie kommt es dazu, dass wir uns schlussendlich hier in der Schweiz mit diesen One-Solly auseinandersetzen? Oder es ist jetzt nicht etwas, was irgendwie aus dem Himmel runterkommt und wir plötzlich uns damit politisch auseinandersetzen müssen. Vor drei Jahren, haben sich mehrere Vertretungen aus der Europäischen Union und EFTA-Staaten in Estland, das ist so der klassische Land, der wirklich für Digitalisierung Vorreiter ist, in Tallinn getroffen und die haben eine Deklaration zum E-Government, diese Tallinn-Deklaration, unterschrieben. Und das Ziel damals war, wir wollen die digitale Verwaltung nicht ausschließlich auf nationaler Ebene vorantreiben, sondern international, weil es gibt gewisse Sachen, die über die eigenen ländlichen Grenzen hinausgehen. Okay? Und damals war es wirklich so, dass Bundesrat Maurer nach Tallinn geflogen ist und diese Deklaration mit unterschrieben hat. Und ich glaube, das ist für die Schweiz ein sehr starkes Signal. Und das ist jetzt eigentlich, in dieser Tallinn-Deklaration wurden mehrere Prinzipien mit aufgenommen. Eins davon, dieser Once Only. Ich glaube, im internationalen Kontext haben wir jetzt auch an mehreren Orten versucht, also Brüssel hat auch sehr viele, Bemühungen unternommen, um jetzt diesem Thema nicht nur auf einer politischen Ebene zu belassen, sondern das auch tatsächlich auch umzusetzen, zu pilotieren, zu schauen, was machbar sind, wo sind die Stolpersteine, so nach den klassischen Ideen auch von der Entwicklung in Software Engineering, dass es nur durch das Testen und das Üben und das Experimentieren tatsächlich auch Stolpersteine identifiziert werden können. Wir haben auch Projekte, wo wir in der Schweiz auch im internationalen Setting unterwegs sind, konkret wenn es um Daten von Handelsregistern geht. Für mich die Frage jetzt auch hier für die Gruppe oder für die Diskussion anschließend ist das, was ist Stand der Umsetzung in der Schweiz? Wo stehen wir jetzt in dem Setup? Auf der strategischen Ebene, glaube ich, sind wir ziemlich im Sicheren. Wir haben Once Only schon seit, dieser Prinzip hat der Zugang in der Datenpolitik auf nationaler Ebene bereits gefunden. Es ist eine der Kernprinzipien in der schweizerischen E-Government-Strategie 2023. Ich glaube, was wichtig ist, vielleicht auch im Hinblick auf, was sind eigentlich die Voraussetzungen, um so etwas umsetzen zu können? Wir müssen einfach sicherstellen, dass unterschiedliche Systeme zusammenwirken können, also interoperabel werden. Und damit dies überhaupt geschehen kann, müssen Herausforderungen auf juristischen, auf organisatorischen, semantischen und technischen Perspektiven adressiert werden können. Wir haben in der Schweiz unterschiedliche Ansätze oder unterschiedliche Beispiele, die ansatzweise in dem
in der Richtung gehen. Ich denke jetzt beispielsweise an die Unternehmensidentifikationsnummer, an den elektronischen Umzug oder an die wunderbare Volkszählung. Seit mehreren Monaten arbeitet das Bundesamt für Statistik an einer gemeinsamen Stammdatenverwaltung. Und Stammdaten sind grundlegende Informationen, welche die Verwaltung für ihr Handeln zwingend braucht. Also konkret Daten aus Basisregister. Sie müssen sich das so vorstellen, es sind Informationen zu Personen, zu Unternehmen, Orten, Gebäuden oder Grundstücken. Und die gemeinsamen Stammdaten sind eigentlich Daten, welche für mehr als eine Verwaltung relevant sind. Um es als Beispiel zu geben, es können Daten sein, die nicht nur für Neuchâtel relevant sind, sondern auch für den Kanton oder für die Stadt. Und die Realisierung einer solchen Stammdatenverwaltung erlaubt den Behörden, ihre Leistungen de facto effizienter und kundenorientierter zu erbringen. Und ist einen ersten Schritt Richtung Umsetzung von Once Only in der Schweiz. Ich komme zu meinem Schluss. Wir sprechen mit Once Only von einem Megatrend, der Innovation und Transformation im öffentlichen Sektor vorantreiben kann. Ich glaube, das Pilotieren auf internationaler Ebene hat gezeigt, dass juristische, organisatorische, aber auch semantische und technische Stolpersteine zu beseitigen gilt. Für die Schweiz gilt zusätzlich unsere Realität, dass wir nicht auf eine grüne Wiese, wie zum Beispiel in Estland, unsere Lösungen bauen können. Wir haben eine Legacy und wir müssen dafür sorgen, dass historische gewachsene und funktionierende Systeme zusammenwachsen. Das ist sehr, sehr schwierig, wenn der Pain nicht so stark vorhanden ist, wenn wir Systeme haben, die wirklich eigentlich super gut funktionieren. Und wir müssen eigentlich auch dafür sorgen, dass die Behörden zusammenarbeiten, vertikal und horizontal. Und für das benötigt es gute Data-Governance-Prinzipien. Also was wünsche ich mir, wenn ich jetzt mal meinen Werbespot hier platzieren kann, damit wir hier einen Schritt weiterkommen? Im neuen OECD-Bericht zur digitalen Verwaltung schließen wieder Länder wie Großbritannien, Dänemark oder Kanada wirklich hervorragend ab. Und es sind wirklich alle Länder, die sehr früh der Umgang oder das Potenzial des Umgangs mit Daten identifiziert haben. Sei es im Sinne mit Basisregister oder im Sinne von Open und Shared Data. Wir haben in Neuchâtel, im Bundesamt für Statistik, viele Expertinnen, die wirklich an der Big Picture arbeiten. Und wir müssen, was wir jetzt wirklich zusätzlich benötigen, sind Gemeinden und Kantonen, die an konkreten Use Cases mitarbeiten, die einen Nutzen generieren wollen. Es benötigt den Willen von Behörden, konkret zu experimentieren und zu pilotieren und konkrete Anwendungsfälle, wo wir einerseits Ideen durchdeklinieren können, allfällige Stolpersteine identifizieren und beseitigen können. Ich danke sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Vielen Dank, Alessia. Und wir geben gerade rüber an Thomas, du erzählst uns noch etwas mehr über Once Only. Genau, Alessia hat ja gesagt, man muss experimentieren, man muss versuchen, das zu konkretisieren. Wir haben das bei uns in der BEDAG im Rahmen von Innovationsprojekten versucht zu realisieren und im Rahmen eines Illustrations, eines Showcases mal umgesetzt. Anhand des Stipendienantrags haben wir idealtypisch aufgezeigt, wie so ein Once Only funktionieren könnte, mit dem Ziel der Bevölkerung, der Wirtschaft zu zeigen, wie das eigentlich funktionieren kann. Es geht hierbei nicht darum, diesen Prozess richtig, absolut richtig umzusetzen, sondern es geht darum, gewisse Funktionsmechanismen zu illustrieren, anhand von René, der an der Berner Fachhochschule studiert und über wenig finanzielle Mittel verfügt und deshalb ein Stipendium beantragen möchte. Dazu muss er heute Formulare ausfüllen, die Daten über seine Person, über seine Eltern verlangen oder über sein Studium. Und das sind grundsätzlich Daten, die in verschiedenen Quellen, wie beispielsweise dem kantonalen Einwohnerregister oder bei den Steuerregister oder bei einem Lehrregister vorhanden sind. Und das Ziel ist, dass René genau diese Daten wiederverwenden kann, also im Rahmen des elektronischen Gesuches diese Daten anfordern kann, die bestätigen kann und somit nicht wieder abtippen muss. Dazu haben wir ein kurzes Video
gemacht, das Ihnen erklärt, wie wir uns das vorstellen. Hallo, ich bin René. Ich wohne in Bern und bin Student an der Berner Fachhochschule. Da ich über wenig finanzielle Mittel verfüge, möchte ich ein Stipendium beantragen. Dazu logge ich mich im elektronischen Behördenschalter ein, wo ich mein Gesuch ausfülle. Dank OneOnly kann ich bereits vorhandene Daten direkt aus den verschiedenen Registern übernehmen, zum Beispiel aus dem Einwohnerregister und aus dem Steuerregister. Für mein Stipendiengesuch muss ich auch Angaben zur finanziellen Situation meiner Eltern beilegen. Diese Daten sind in der Steuererklärung meiner Eltern vorhanden. Im Gesuchsprozess kann ich die Datenfreigabe bei meinen Eltern beantragen und danach mein Gesuch einreichen. Als Mutter von René habe ich per SMS eine Mitteilung erhalten, dass eine Datenfreigabe beantragt wurde. Hier logge ich mich im Behördenschalter ein und kann die Daten freigeben. Hier sehe ich auch, welche Daten für welchen Anwendungsfall freigegeben werden. Hallo, ich bin René. Ich wohne in Bern und bin Student an der Berner Fachhochschule. Da ich über wenig finanzielle Mittel als Mitarbeiter. Hier sehe ich auch, welche Daten für welchen Anwendungsfall freigegeben werden. Als Mitarbeiter der Bildungsdirektion habe ich die Übersicht über das Stipendiengesuch von René und sehe, dass auch die Eltern ihre Daten freigegeben haben. Ich kann das Gesuch prüfen und freigeben. Was für eine Freude! Mein Gesuch wurde genehmigt und das fast ohne Aufwand. So machen Verwaltungsdienstleistungen Spaß. Eine Innovationsidee der BEDAG. Ja, meine Damen und Herren, was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass drei verschiedene Rollen, also der Student und seine Eltern und auch der Verwaltungsangestellte, um dieselbe Informatiklösung, mit derselben Informatiklösung arbeiten. Zentral darin ist, diese Informatiklösung ist angeschlossen an ein System, wo verschiedene Fachapplikationen eben ihre Daten liefern und beziehen können und dieser Datenaustausch protokolliert wird. Das ermöglicht einerseits dem Studenten, Daten aus den verschiedenen Quellen zu beziehen, aus dem Einwohnerregister, aus dem Steuerregister. Und es ermöglicht auch beispielsweise der Mutter von René zu schauen, welche Datenfreigaben sie bereits gemacht hat, ob sie diese Daten überhaupt freigeben will und welche Datenfreigaben in der Vergangenheit bereits getan wurden. Und auf derselben Lösung kann dann der Verwaltungsangestellte das Formular prüfen, genehmigen und dieser Status, den sieht dann René direkt in seinem Bürgerportal wieder. Das möchten wir hier machen und Ziel ist nicht, dass jetzt wieder jede Lösung einzeln Punkt zu Punkt mit diesen Fachapplikationen spricht, sondern das Ziel müsste ja sein, dass wir hier eine Plattform haben, wo wir eben generische Datenaustausche machen können, damit wir den Aufwand reduzieren und damit wir eben auch Transparenz erhöhen können, die Protokollierung erhöhen können, damit die Bürger und Bürgerinnen hier Transparenz haben, dass sie sehen, welche Daten über sie ausgetauscht werden. Was braucht es dazu? Ich glaube, in erster Linie braucht es dazu, dass die Bevölkerung und die Wirtschaft diese digitalen Angebote, die heute bereits bestehen, überhaupt nutzen. Weil wenn sie nutzen, dann sehen die Behörden, dass hier wirklich ein Potenzial vorhanden ist, dass man hier optimieren kann und dass, wenn man investiert, dass das dann auch wieder interessant wird, sowohl für die Bevölkerung wie für die Wirtschaft und dann schlussendlich auch für die Verwaltung, die einerseits Aufwand reduziert auch und dadurch, dass Daten nicht immer wieder erfasst werden müssen, natürlich auch Fehlerquellen eliminiert. Also deshalb der Aufruf an Sie, nutzen Sie digitale Leistungen dort, wo sie vorhanden sind, damit wir eben hier auch einen Schritt weiterkommen. Besten Dank, Thomas und Alessia und Fred natürlich für diese Einführung in das Thema und für die aufmerksamen Gäste und Zuschauer. Ihr habt schon gemerkt, wir haben noch zwei weitere Gäste hier im Studio, nämlich die Vertreter von eben Stadt und Kanton. Das ist einerseits Roberto Capone, Leiter der Geschäftsstelle Digitale Verwaltung des Kantons Bern und Jonathan Gimmel, Leiter Digitalstadt Bern. Und ihr musstet euch ja jetzt gerade anhören, was für Anforderungen oder was für Wünsche eigentlich alles an euch gestellt werden. Und Jonathan, deswegen will ich auch gerade mal mit ein bisschen der provokanten Frage bei dir starten. Ich kenne das nur allzu gut. Wieso ist es immer noch so, dass man manchmal sogar innerhalb vom gleichen Gebäude am einen Ort was ausdrucken und abstempeln muss, um es dann ein Stockwerk hochzubringen. Wieso funktioniert das noch nicht, dieser Datenaustausch?
Also, merci vielmals für die Präsentation. Ich glaube, es zeigt hier auf der technologischen Ebene, wie so etwas sich anfühlt. Und wir alle daheim und hier, das wollen wir unbedingt. Und zwar nicht in 10 Jahren, sondern am liebsten morgen. Und du fragst jetzt, warum ist das so? Das hast du ein bisschen angesprochen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Funktion der Behörden und von unserer Gesellschaft weitestgehend erfunden wurde. Nicht im heutigen Zeitalter, sondern in der Vergangenheit, im Studierzimmer, in der Beamtenstube. Wir leben aber in einer Gesellschaft, die extrem basisdemokratisch aufgestellt ist, wo das Recht auf dem Eigentum, das Recht auf meine Entscheidungen maximiert ist. Und darum sind wir auch nicht einfach vergleichbar mit den baltischen Ländern, die totalen Krieg und eine Systemzerstörung haben. Wir müssen eine Lösung finden für uns, die genau dort anfängt, wo ihr euer Case habt, nämlich selber Verantwortung übernehmen, wie will ich meine Daten einsetzen. Und damit das gelingt und du eben nicht vom Parterre in den ersten Stock musst 3 Stempel abholen, müssen wir als Behörden, und jetzt wieder Eigenheit von Schweiz, das ist föderal, oder? Das ist fantastisch, langsam aber sehr erfolgreich, müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Das heisst, wir müssen vor allem Register harmonisieren. Das klingt sehr langweilig, aber wenn wir nicht die gleichen Grundlagen haben, dann kann ich die Register gar nicht abzapfen. Es ist völlig unmöglich, dass wir Standards anwenden können, weil das ist erforderlich, dass die Systeme generisch miteinander reden können. Und wir müssen uns standardisieren auf Ausweisebene, weil wir zum Teil Veränderungen in unserem Leben, wie beispielsweise ein Grundbucheintrag, der eben das Eigentum berührt. Oder wir haben Einträge, die unsere Ausweismittel betrifft, wie eine Idee. Also wir haben sehr gleich auch Themen, die uns ganz im persönlichen Bereich betreffen. Und das ist nicht eine Spielweise. Das wichtigste Gut, das wir haben für die Bevölkerung haben, ist das Vertrauen für Datensicherheit und Datenschutz. Und da gibt es nichts zu spielen in meiner Betrachtung. Das ist wirklich das Maximum, was wir einhalten. Und gleich kann ich das keine Sekunde daran hindern, die Lösung, die ihr da präsentiert habt, sehr illustrativ, anzustreben. Und das ist wieder Kontext. Also wir nehmen ein bisschen Geschichte mit, wo es aber auch sehr viel Stärke gibt, weil wir ja auch einen Dialog haben mit der Bevölkerung. Wir können darüber reden, was wir brauchen können und was nicht. Und durch das können wir uns verändern. Einfach eins würde ich noch jetzt schon auftun. Es ist schon nicht so, oder? Die Schweiz verändert sich nicht über irgendwelche paneuropäische Papiere, sondern es gibt einen eigenen grossen Antrieb, dass wir unsere Nummer 1-Stellung in Innovation in der Wirtschaft auch in den Verwaltungsabläufen haben und die Harmonisierung. Die läuft schon relativ lang. Das Bundesamt für Statistik hat schon wahnsinnig viel gemacht. Auch zusammen mit Kanton Bern gibt es seit mehreren Jahren so serige Aufträge. Und wir haben jetzt das Wichtigste, nämlich gerade jetzt aktuell, das Wichtigste ist eine harmonisierte Einwohnerdatenbank, also das Einwohnerregister, das das alles jetzt erlaubt, dass wir daher können und jetzt das Bevölkerungsportal in einer völlig neuen Art bauen. Und wenn wir es eben richtig machen, darum ist der Kollege vom Kanton ja auch immer da, wenn wir über solche Themen reden, dass wir eben Behörden zusammenspannen und sagen, Regierungsrat, Gemeinderat von Bern, wir machen das zusammen, weil jeder Steuerfranken ausgegeben wird, der soll auch noch zur Verfügung stehen. Ist ja ein Witz, wenn jede Stadt wieder etwas erfindet. Also genau da sind wir dran und auch äußerst aktuell. Ich habe gestern die Zeitung gelesen und darum reden wir ja hier drüber. Also das ist ein bisschen der Steilpass rüber. Genau. Also deswegen, Roberto, ich wollte dich nicht auch genau das fragen. Jonathan hat schon angesprochen, diese Themen, zentrale Register, föderalistische Strukturen. Ist der Kantönli-Geist ein Verhinderer vom Datenaustausch? Oder? Ich glaube nicht. Also, was man muss sagen ist, eben, wir haben eine Geschichte. Und, und wir haben eine gute Geschichte, habe ich das Gefühl. Also, es ist ein grosses Vertrauen in die Dienstleistungen, die wir anbieten. Egal auf welcher Staatsebene. Und das macht es nicht einfacher wahrscheinlich. Es ist nicht ein Verhinderer, aber ich glaube, wir müssen jetzt uns kurz aus dieser Komfortzone lösen und gemeinsam eben Lösungen finden. Also, wir müssen die Prozesse auch neu denken. Weil ich glaube, das, was wir in der Vergangenheit viel gemacht haben bei Digitalisierung, ist, wir einfach einen Prozess digitalisiert. So wie er war, auf dem Papier oder wie man in der Verwaltung hatte. Und der fährt halt beim Amt an und hört auch beim Amt auf. Also eben, und der nächste Stock ist oder der nächste Prozess. Also, und das müssen wir hören. Oder? Wir müssen fertig denken bei der Person, die eine Dienstleistung will. Und dort soll er anfangen und ändern. Und wenn wir das gemeinsam machen, wegen dem eben, ob mit der Stadt, mit der Gemeinde, aber auch mit dem Bund zum Teil, dann wird alles viel einfacher und wir müssen anfangen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Oder? Also wir reden jetzt hier darüber, ist wichtig. Wir haben gesehen, technologisch wären wir ready. Wir haben ein paar Herausforderungen, die Alessia gesagt hat, die haben wir definitiv. Aber wir müssen noch anfangen, eben die Experimente machen und die Diskussionen, nicht nur Diskussionen führen, sondern wirklich nachher umsetzen.
Das heißt für dich auch wirklich, es geht darum, dass man den Menschen wieder, den Bürger ins Zentrum stellt, als genau. Kunden sozusagen. Genau, ich glaube, das ist der wesentliche Faktor. Also, wir können uns alles Wunderschöne ausdenken und designen. Oder der Prozess, den wir vorhin gesehen haben, falls der falsch ist, wird er nie mehr brauchen. Also wir müssen wirklich auch bei der Bevölkerung oder bei der Wirtschaft abholen, was brauchen wir denn genau, zusammen erarbeiten, dann wird es das Richtige sein. Spannend in dem Zusammenhang finde ich ja auch, wir hatten ja jetzt gerade das ganze Corona-Covid-App-Thema. Da war ja durchaus gar nicht so die Bereitwilligkeit der Bevölkerung da, ihre Daten auszutauschen. Ich weiß nicht, da lässt ja vielleicht aus deiner wissenschaftlichen Sicht auf das Thema, vertraut man den Behörden, dass man die Daten austauschen kann? Ich glaube, die Thematik vom Vertrauen, wie bereits einleitend festgehalten wurde, ist zentral. Und Stand heute sehe ich oder beobachte ich eher einen sehr eigenartigen Verhalten, Grundverhalten von uns Menschen, das gegenüber größeren internationalen Firmen das Teilen von sensitiven und wirklich sehr persönlichen Daten völlig unreflektiert geschieht. Und wenn es darum geht, eine Covid-App zu installieren, die jetzt eigentlich einen Nutzen für unsere Gesellschaft erbringen soll. Sehr lange im öffentlichen Diskurs diese Thematik, vertraue ich den Staat, ist das richtig, macht das Sinn, ja oder nein? Und hier einen Punkt, der meines Erachtens völlig aus der Diskussion ja, vielleicht auch stärker berücksichtigt werden müsste. Ich wünschte mir eine viel stärkere, aktivere Rolle der Medien, die in dem Setting auch als Player im öffentlichen Diskurs eine Rolle spielen und auch in dem Setting in einer bestimmten Richtung die ganze Diskussion steuern. Ich mache es ein Beispiel. Du hast jetzt auf unserer Agenda die Thematik der Pandemie aufgezeigt. Im öffentlichen Sektor, in den Medien kam es jetzt diese Faxgeschichte, dass wir nicht in der Lage waren, unsere Daten in den Griff zu kriegen. Und niemanden hat irgendwie einen guten Artikel geschrieben, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft in kürzester Zeit exzellente Arbeit geleistet hat. Und das ist das, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, wir müssen am Vertrauen arbeiten, aber wir können das nicht alleine machen. Und da wäre wirklich ein Appell an die Medien in dem Setting mitzutragen und mitzuhelfen. Mhm. Jonathan, du hast gerade schon so gelacht. Ja. Hast du das Gefühl, ihr seid besonders von den Medien im Blickfeld? Nein, ich habe das Gefühl, die Vertrauensfrage ist doch ganz stark mit dem verbunden, wo wir gerade angesprochen haben, wofür Dienstleistungen oder öffentliche Services an. Kein Mensch steht am Morgen auf und freut sich, mit der Verwaltung etwas zu tun haben. Die Verwaltung ist da, verdienen, unser Leben gestalten, als Mensch wie als Firma. Und entsprechend sind Erwartungen da, dass sie auch gesehen werden, eben als Mensch. Wir reden jetzt gerne von Bevölkerung. Das ist eigentlich ein abstruser Rolle. Bevölkerung gibt es nicht. Es gibt durch das ganze Leben ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die einzelne Menschen haben. Und die könnten wir zusammenfassen über so ein Portal. Ich tue als irgendwie Familiengründungszeit, habe ich mir mal eingeloggt, ich entwickle mich weiter. Am Schluss baue ich vielleicht noch etwas und so weiter. Genauso muss ich so Lebensphasen bezogen. Und darum müssen wir ja unsere Dienstleistungen, wie du es schön hast gesagt, von uns hineindenken, quasi wieder in die Zelt, in das Ökosystem rein und verstehen, was es braucht. Und wir müssen auch uns ein bisschen lösen vom Stereotypenbild, wer ist die Bevölkerung? Wir haben eine ganz grosse Migrationsbevölkerung in Bern. Bern hat 180'000 Arbeitsplätze versus 142'000 Einwohner. Also einen grossen Arbeitsplatzüberhang. Das heisst viel Mobilität, viele Bevölkerungsschichten, die gar nicht hier wohnen, die nicht im Register sind. Also wir müssen schon ein bisschen grösser denken. Jetzt muss ich noch sagen, wir gehen nicht her und einfach Prozesse ein bisschen verbessern. Das ist nicht nachhaltig entwickeln, sondern wir wollen vor allem die Inklusion verändern. Die Teilhabe an der Gesellschaft, das ist vielleicht ja mehr, also ganz sicher mehr, wir haben jetzt schon an diesem Tag darüber diskutiert, als nur in einem Baubildungsprozess eine Einsprache haben. Teilhabe bedeutet, Lebensumfeld mitgestalten. Und dort ist unsere Herausforderung. Und wenn wir, solange wir uns da so mühen, mit Registerharmonisierung, und dann verlieren wir einfach den Blick auf die wesentlichen Fragen. Und da denke ich mir,
Also da ist schon meine Geduld nicht wahnsinnig. Da denke ich mir, jetzt ist alles da. Wir wissen es, wir haben das Register auf der Einwohner, wir haben technologische Lösung, die Kompetenzen sind da. Wir haben jetzt gestern den ganzen Tag besprochen, wie es sein müsste. Und wir machen es jetzt. Und wir als Stadt wollen unbedingt, wir wollen das Portal entsprechend bereitstellen und wollen es ja teilen. Und wir wollen den Kanton von Anfang an drin, dass wir eigentlich jeden neuen Use-Case durchtesten. Und dann hast du es ja noch nicht gemacht, weil hinten raus, nur beim Zügeln beispielsweise, da haben wir alles gemacht mit dem Staat. Da kann ich zügeln, ist sehr toll. Aber ein Swisscom, Post und alle anderen Sachen schicke ich dir gerne noch separate Briefe. Das geht nicht. Also once only bedeutet, ich bestimme auch, was passiert hinten raus bei meinen Daten. Und da finde ich, da können wir anfangen. Zum Teil müssen wir pilotieren, weil die Rechtsetzung noch nicht so reif ist. Aber da denke ich mir, da darf man die Erwartung deutlich aufsetzen und sagen, ja, schauen wir mal weitere drei Jahre. Sondern da denke ich mir, da müsste im nächsten Jahr oder so Zeichen von Veränderung sichtbar werden in Bern. Besten Dank, Jonathan. Wir reden ja viel über den Bürger und die Bürgerin hier. Und deswegen wollen wir an genau diese auch noch eine Frage stellen. Das heißt, ihr, das Publikum, ihr seid jetzt aufgefordert. Was denkt ihr? Wart ihr überrascht, dass man das noch nicht kann, dass die Behörden diese Daten nicht austauschen kann? Oder hättet ihr gedacht, das könnte man doch längst schon? Wir wollen wissen, was eure Meinung dazu ist oder wo ihr standet, bevor ihr in diese Diskussion eingeschaltet habt. Und wir werden dann nachher schauen, was das Publikum dazu geantwortet hat. Und während ihr fleißig am Publikumsfrage beantworten sind, möchte ich eigentlich nochmal zurückgeben an Thomas von der BEDAG. Wir haben jetzt viel gehört von der Verwaltungsseite. Was muss die Verwaltung machen? Was macht ihr, die Privaten, um dieses Problem zu helfen? Was ist eure Rolle in diesem Thema? Also in erster Linie sind wir natürlich technische Dienstleister im Sinn, wo wir aufzeigen können, was technologisch möglich ist. Wir haben Innovationsprojekte, wo wir beispielsweise auch mit künstlicher Intelligenz machen, wo wir versuchen, das Bewusstsein zu schaffen, was überhaupt technologisch möglich ist. Und parallel dazu schaffen wir beispielsweise sehr aktiv mit, auch in den Standardisierungsgremien wie ECH, im Verein ECH, wo wir aktiv an diesen Standardisierungen mitschaffen, damit wir eben Voraussetzungen schaffen, damit die Daten dann wirklich auch können austauscht werden. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Entscheid, das, was auch Jonathan ganz zu Beginn gesagt hat. Man, semantisch muss man das auch harmonisieren, damit man die Daten überhaupt zusammenführen kann und damit man nachher wieder die sicheren und die richtigen Prozesse in dieser Vielfältigkeit, die du auch angesprochen hast, voran natürlich auch umsetzen. Und ich glaube, da braucht es einerseits braucht's eine Vision, wie das könnte funktionieren, das machen wir. Und parallel dazu müssen wir eben genau an diesen kleinen Steinen, an der Realisierung arbeiten. Noch dies noch, bereits ab nächstes Jahr. Man muss auch dazu sagen, dass schon viel gelaufen ist. Also wenn man die Steuererklärungen anschaut oder so, da kann man heute alles digital wirklich machen. Man kann seine Daten holen von letztes Jahr. Also da sind wir schon auch einen Schritt weiter gekommen. Es geht ja nicht darum, zu sagen, jetzt ist alles schlecht. Aber ich glaube, es ist einfach eine Dynamik, die man verstärken muss, wo man mit Geschäftsstellen, digitale Verwaltung auf Kantonsstufe, die jetzt auch die Positionen geschaffen hat, um das weiterzutreiben, damit wir jetzt auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch weiterkommen. Jonathan, ja. Ich würde noch gerne anhängen, dann ist der Blick von uns rein. Oder? Wir können sehr gut Steuern ist ein gutes Thema, wir haben ZPV noch ganz viel gemacht. Oder? Aber Steuern ausfüllen und sozioökonomische Daten in neue Prozesse einspielen, das ist sehr geschwollen. Aber wir müssen eigene Daten an einem anderen Ort einspielen und die übersetzen, das ist hoch anspruchsvoll. Okay. Und wenn ihr einen Kindertagesstättenplatz reservieren wollt, in einer Open-Source-Software, dann könnt ihr euren Namen auch schreiben und alles klar. Und dann kommt ihr automatisch zu eurer Einkommenssituation. Jetzt stellen wir uns schnell da innen vor, wie viele Menschen, die Kita-Plätze brauchen, kommen jetzt an eine Hürde, wo sie nicht weiterkommen. Und das meine ich mit Inklusion. Mhm. Dort fängt unsere Aufgabe an, die Sache so convenience herzubringen, dass das funktioniert. Und da bin ich sehr bei eurem Beispiel. Wenn ich nämlich das mal gemacht habe und da finde ich, wir sparen Ressourcen ein durch Digitalisierung, damit Beratung oder Service zunimmt. Oder? Dass eben diesen Menschen auch geholfen wird, einen Schritt zu arbeiten und dass ich meine Daten dann hinterlegen kann. Weil ein paar Klicks machen, das geht logisch, aber das Übersetzen ist schwierig, wenn ich nicht Erfahrung habe mit diesem System. Hier. Also da denke ich, da müssen wir selber kritisch bleiben. Ich finde auch, Forschung und Lehre hat eine wichtige Rolle, auch zu challengen. Und ich wünschte mir natürlich auch, dass sich die Medien um so Fragen würden kümmern von Inklusion und nicht über den nächsten Unfallbericht. Aber das ist ja Realität. Das ist nicht an mir, den Medien zu erzählen, was sie zu tun haben.
sondern schon uns Geschichten zu erzählen, die spannend sind. Und da habe ich das Gefühl, Berner Digital Text sei also ein Format für die Geschichten. Und von dem brauchen wir mehr, damit wir diesen Punkten von Grund kommen und auch Rückenwind bekommen. Auch Zusammenarbeit ist so wichtig. Mhm. Oder? Meine, wir haben Innovation, wir haben Bedürfnisse als Verwaltung. Natürlich am Schluss reden wir über Beschaffung, das ist eine andere Kamera. Aber bis es so weit ist, müssen wir ja eben überhaupt das Level finden von Zusammenarbeit. Und mir denkt, genau das braucht es mehr. Aber das heisst, vielleicht auch die Frage an Fred, ist es mehr ein Zusammenarbeitsthema oder ist es ein technisches Thema, was die Umsetzung so schwierig macht? Also ist es mehr, wie man arbeitet oder ist es wirklich das technisch Mögliche? Es ist zu, wie man arbeitet, weil das Technische ist kein Problem. Das hat man, glaube ich, im Griff. Der Thomas hat zwar auf ein paar Sachen hingewiesen, die man schon noch klären muss, aber das sind für mich Finessen. Oder? Ich denke, etwas, was vielleicht in der Diskussion noch ein bisschen zu kurz ist, gekommen, ist einfach die ganze Gesetzgebung hinter dran. Oder? Wenn ich sehe, BETAG, wir haben sehr viele Daten von verschiedenen Kunden und so weiter, von verschiedenen Systemen, aber die darf man nicht einfach zusammenhängen. Und da liegt natürlich ein sehr grosses Potenzial drin. Also der Gesetzgeber, denke ich, auch, muss vorspuren. Und was man auch nicht kann, Rom ist auch nicht einem Tag erbaut worden. Oder Jonathan hat es gesagt, also man muss irgendwie gute Beispiele finden, die einen schönen Nutzen bei der Bevölkerung schon haben und dann an diesem roten Fädeli ziehen und darum etwas gestalten. Oder? Dass man sieht, dass das funktioniert, was das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger eigentlich da dahinter auch steht. In den Steuern ist man sehr weit, oder? Das ist eigentlich für mich auch ein Paradebeispiel. Mhm. Roberto, wir haben ja schon ein paar Mal jetzt gehört, das Beispiel von den Steuern als Paradebeispiel. Was denkst du, ist auf kantonaler Ebene einer der nächsten Use Cases, die so ein Beispiel sein könnte, so für einen super einfachen digitalen Netz? Ich glaube, wir haben verschiedene Sachen. Also, ja, in diesen anderthalb Tagen ein paar Sachen gehört. Einbürgerung war das Thema, das ich gehört habe, das ganz sicher ein spannender Prozess wäre, der über alle Staatsebenen geht, wo man sicher könnte vereinfachen könnte. Es gibt auch kleinere Prozesse, Erneuerung von einer Identitätskarte zum Beispiel, die sehr gut läuft, aber eben das Once-Only fehlt da dran, also man kann die Daten gar nicht abholen, also ist es nicht End-to-End. Und ich glaube, da gibt es viel und das ist genau das. Es sind so viele Prozesse, die man optimieren kann. Da müssen wir uns auch mal zusammensitzen, die Köpfe zusammenstecken und sagen, und das priorisieren und sagen, da fangen wir mal an. Ich glaube, das Vertrauen auch in Daten und Datenhaltung. Ich glaube, wir schaffen Vertrauen, indem wir mal erste Schritte machen und die Anwender, welche das auch immer sind, merken, mal, es funktioniert. Es ist vertrauenswürdig. Und meine Daten sind geschützt. Ich sehe immer, was das ist. Und dann können wir eins am anderen machen. Und wir haben ganz viel Themen. Die Technologie ist da, die Komplexität ist da, ein paar Herausforderungen in der Gesetzgebung sind auch da. Aber ich glaube, wenn wir eins am anderen machen, müssen wir alles miteinander, aber aufpassen, dass wir uns nicht verzetteln. Oder? Immer eins nehmen und weiterführen und pilotieren und weiterführen. Jonathan, was ist das Nächste, was ihr pilotiert? Was ist euer nächster Schritt? Also wir arbeiten konkret wirklich an dem Smart Government Portal, wie sagen wir jetzt bewusst Portal, da muss man sich nicht irgendeinen nur einen digitalen Schalter vorstellen, der lebt davon, dass die Bevölkerung eigentlich diese Funktionen bekommt. Soweit möglich natürlich können wir das selber gestalten als Stadt, mal was städtisch anbelangt, aber das sollte eben so gut sein, dass hinten dran die kantonalen Prozesse und später all die, die über die Standards zur Verfügung stehen, können angestoßen werden. Und das setzt voraus die Identifikation, sonst würde ich nie individuelle Services haben. Wenn man das noch ein bisschen konkretisiert ins Leben, wenn ich lebe an einer Straße, die wird umgebaut, was ist mit meinem Kutter? Das sind alltägliche Fragen, das finde ich so trivial. Nein, das ist nicht trivial. Also ich kann sagen, ich will informiert werden über so ein Ereignis. Das wollen wir erreichen und das können wir erreichen, da sind wir parat. Und das wird genau die Plattform sein, wo wir mit dem Kanton natürlich die weitergehenden Fragen müssen lösen, weil ganz viele stoßen wir an in der Stadt, oder? Weil wir leben alle in der Gemeinde, alle Gemeinden sind gefordert. Und dann sind wir gleich auf der staatlichen Ebene. Das ist eins. Und dazu gehört aber auch noch gerade das Gleiche eigentlich für die Wirtschaft zu machen. Aber die haben jetzt fast nichts geredet. Nur man sollte das. Es gibt zwar schon ein Unternehmensnummer, nur das nützt bei einer juristischen Person genau nichts. Wer ist bevollmächtigt? Das ist ganz eine andere Herausforderung. Da gibt es kein Register dazu. Das gibt es nicht einfach Lösungen. Muss ich sagen, gibt es schweizweit genau einen Kanton, der ansatzweise eine Lösung hat. Das interessiert uns natürlich, weil wir haben 50 Eingangsportale heute für die Wirtschaft. Wir wissen, das Umfeld ist zufrieden mit dem Service. Aber das zu bündeln, vor allem was Neugeschäft ist, unabdingbar. Das wollen wir studieren. Und was wir auch noch wollen als Drittes, ist eigentlich die Diskussion, die wir jetzt hier führen,
auch verstetigen in mehr Kollaboration, also wirklich Zusammenarbeit. Und wir stellen uns vor, dass wir für das eigentlich auch eine unterjährige Plattform haben, wo man genau diese Frage eigentlich weiter diskutiert, und zwar öffentlich. Wir können keine Geschichten erzählen hinter den Türen. Geschichten erzählen wir immer eben zusammen mit den Organisationen der Zivilgesellschaft, die einfach dort letztlich auch Bedürfnisse einbringen sollen. Das sind die Sachen, die wir konkret dran sind. Alessia, ich habe dich schon zucken gesehen. Ich glaube, du willst da noch was hinzufügen. Nein, also ich war eigentlich sehr angetan vom Schlusswort, weil ich glaube, heute ist für mich wie ein Starting Point. Ich verstehe das so, also einen starken Dialog. Vorher haben wir auch von Standardisierungen geredet oder Standardisierungsgremien wie ECH. Und dort ist wirklich das Erfolgsrezept, ist es einen runden Tisch, wo eigentlich alle Stakeholder sitzen können. Sprich, wenn ich das jetzt so betrachte, heute sicherlich Privatwirtschaft, jeder von uns als Vertretung quasi, auch von Verwaltung und vom öffentlichen Sektor und von Akademie. Was ich aber am Ende des Tages zentral finde, wir müssen einen Nutzen für unseren Kunden erzielen. Und die ganzen Aspekte müssen wir eigentlich in Dialog mit unseren Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen, die hier sind, quasi vorantreiben und priorisieren. Das ist es. Sehr schön. Merci, Alessia. Wir haben inzwischen die Ergebnisse der Publikumsbefragung und tatsächlich, unser Publikum hätte gedacht, dass das alles schon viel mehr möglich ist, als dem so heute ist. Und deswegen auch nochmal meine Frage in die Runde an euch. Was bräuchte es, damit es eben möglich wird? Wir haben gehört Kollaboration, wir haben gehört eine andere Zusammenarbeit. Und ich denke, wir wollen es mal noch aus Sicht von der Privatwirtschaft hören. Was braucht es aus eurer Sicht, damit es Realität wird, once only, damit die Daten wirklich ausgetauscht werden und ich nur einmal bei der Behörde vorbeischauen muss? Es braucht in erster Linie so Austauschgremien, wenn wir es jetzt auch angesprochen haben, wo man wirklich zusammen schaffen und austauschen. Oder? Ich glaube, es gibt so viel Arbeit, dass es nur miteinander geht. Es ist ein richtig komplexes Thema. Es ist sehr vielfältig, die Realität. Und ich glaube, wir müssen können zusammen schaffen und sehr konkret, ein konkretes Einzelelement, wie es auch der Roberto gesagt hat, etwas nehmen, etwas umsetzen und das weiterentwickeln und das gut machen, als Vorzeigeelement auch haben, damit wir eben die Geschichte erzählen können. Und wir müssen natürlich in dieser Partnerschaft, und das wird einer von den nächsten Schritten auch sein, wir müssen in dieser partnerschaftlichen Zusammenarbeit schlussendlich auch den Endkunden können einbeziehen. Es gibt heutzutage Methoden, wo man das genau machen können, mit Design Thinking oder anderen Methoden, wo man die Bevölkerung oder die Wirtschaft auch an den Tisch holen, damit man eben nicht nur das Zweite, sondern eben das Dritte mit dem Endkunden die Prozesse umsetzen können. Super, vielen Dank, Thomas. Und wir wollen uns natürlich noch anschauen, was genau die Befragten geantwortet haben. Unsere Frage war, sind Sie überrascht, dass Behörden diese Daten noch nicht austauschen können? Und wir haben 60% gehabt, die uns gesagt haben, ja, ich dachte, es wäre schon viel mehr möglich. Und 37%, die gesagt haben, nein, ich war mir dessen bewusst. Das sind vermutlich die 37%, die eben in letzter Zeit mal bei den 4 verschiedenen Ämtern vorbeigegangen sind. Ohne dass da irgendein Austausch stattgefunden hat. Und ja, Jonathan, ist da noch Bedarf zu vermitteln oder zu kommunizieren, wieso das nicht möglich ist für mich als Bürger? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist Bedarf zu kommunizieren, wie es besser funktioniert. Das ist unsere Aufmerksamkeit. Und ich werde hier schon mitnehmen, oder? Ich meine, wir Gemeinden, wir reden jetzt für alle 375 im Kanton Bern, vor allem die grossen Städte, wir sind doch nach an den Bedürfnissen der Bevölkerung. Wir haben etablierte Partizipation. Die reden heute übrigens auch hier, die Organisation für Zivilgesellschaft. In jedem zweiten Talk sind die hier. Es geht nicht darum, dass wir keine Ahnung haben, sondern es geht darum, dass wir Verantwortung übernehmen für das, was wir hören. Ja. Das ist der Punkt. Und da muss ich auch sagen, das ist beim Primat der Politik in der Schweiz. Und so Tage dienen dazu, dass die Politik eingeladen ist, die nötigen Weichen zu stellen und nicht zu verschieben auf Rechtsetzung. Wir können immer warten auf irgendetwas. Es geht darum, das, was wir können, dass wir das machen. Und da kann ich wirklich sagen, dass die Zeichen, die ich sehe, oder ich habe da ein bisschen Blick, oder? Die sind wirklich super grün. Und da freue ich mich sehr, insbesondere, wenn das funktioniert zwischen der Stadt und dem Kanton, dann gibt es eine grosse Bewegung. Und ich freue mich sehr, wenn man das jeden Tag einfordert und noch bei weiteren Umfragen sagt, jawohl,
Wir wollen das jetzt. Warum? Weil wir ja Ressourcen brauchen für andere Aufgaben unserer Gesellschaft. Und wir leben hier im Wohlstand, hat jemand gesagt. Ja, wir haben eine Aufgabe, die Welt vielleicht auch ein bisschen besser zu machen. Also, warum produzieren wir Leerläufe? Also, ich habe da einen sehr natürlichen Zugang, für auch mit der Energie vorwärts zu gehen. Ich weiss, dass die Politik auch will, wenn wir die richtigen Geschichten erzählen. Vielen Dank euch allen. Unsere spannende Runde ist schon wieder fast am Ende. Ich habe viel gehört, was mir persönlich natürlich Freude macht, nämlich einfach ausprobieren, den Bürger in den Mittelpunkt stellen, dieses Design-Thinking-Ansatz zu fahren. Also ich hoffe, da werden wir bald weitere Schritte sehen, wie unsere Daten vernetzter werden und damit wir in Zukunft nur noch einmal bei der Behörde vorbeischauen müssen.